Hallo, herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Heute gibt's Action. Heute gibt's Action. Ja, und zwar, ich habe meinen nagelneuen Schlauch rausgekramt. Laufende Meter 20. Und ich habe, oder was ich noch anschließen muss, das andere habe ich schon alles angeschlossen, aber hier brauche ich, es ist natürlich nicht der teuerste Schlauch, ne? Man muss ja auch sehen, wo die Grenzen sind. Moment, wir werden es jetzt bereit machen. Wir machen uns bereit, um den Motorblock zu kärchern. Aber richtig zu kärchern. Ich hoffe, das gelingt diesmal besser. Druck drauf, Schlauch anschließen, Lanze anschließen, Heizung läuft, dank, dass ich jetzt wieder Diesel habe. Ah, das ist schon manchmal echt ein teures Hobby. Jacke habe ich gleich mit rausgenommen. Wir wollen ja nicht gleich alles wieder einsauen, nicht? Wir machen uns dann startklar. Ein bisschen Temperatur reinbringen. Ich mache das draußen vor der Tür. Das Gerät kann ich drinnen stehen lassen. Dann kann ich vor der Tür kärchern. In diese Wanne. Und dann schauen wir mal, ob es genug Power bringt, das Teil. Ich bin bereit. Das Gerät ist bereit. Wasserdruck ist drauf. Angeschlossen ist alles. Hier ist das erste Motorteil, aber das sieht richtig böse aus. Auf der Cam kommt das wirklich nicht so wie in echt. Ne? Hier, der Block sieht wirklich richtig eklig aus. Ja, egal wo man guckt, Hier ist der Ölüberlauf. Moment, wo ist mein Finger? Hier. Hier ist der Ölüberlauf. Da habe ich Gummi reingequetscht und, wie ihr seht, ein Schräubchen, dass hier nach Möglichkeit kein Wasser reinkommt. Sicher, ich werde hier noch dementsprechend das Getriebeöl wechseln. Ne? Das sollte schon passieren. Da gucke ich dann letztendlich nochmal, wie ich am besten hier das Öl ablassen kann, weil das Getriebeöl sollte nach Möglichkeit auch gleich erneuert werden, so dass der Motor dann wieder voll intakt ist. Hier kommt es natürlich auch drauf an, weil hier waren ja diese Partikel, das sieht man hier zum Beispiel. Ne? Da schaut mal so über Eck. Sieht man das? Ja, ich glaube, das sieht man. Ne? Das muss also richtig sauber sein. Euch und das Gerät lasse ich natürlich drinne stehen. Ne? Und ich werde es auch mit Musik unterlegen. Warum? Hört mal. Einschalten. Das war Druckaufbau. Ne? Also der Druck ist da, Leitung ist richtig aufgedreht und wir sehen uns im Regen. Seid ihr bereit? Schutzbrille nicht vergessen. Ab jetzt. Musik ab.
geschafft. Alles wieder weggeräumt. Also ich muss sagen, ich meine, das Gerät hat echt schon Dampf. Ne? Sicher, es passiert in dem Moment nur mit kaltem Wasser. Aber was hier drauf saß, dass das Gerät überhaupt so weit kam, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Aber ich habe trotz allem den Motorblock nicht ganz sauber bekommen. Und ich habe drauf gehalten. Ich habe richtig drauf gehalten auf beide Hälften. Und ich muss aber doch noch nachputzen. Das heißt, ich muss mit Bremsenreiniger nochmal nachgehen. Ich sah zuletzt aus, als wäre ich irgendwo in den See reingesprungen oder so. Ich habe dann hier noch vor der Tür ein bisschen gekerchert. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Aber hauptsächlich ging es natürlich um diesen Motor. Ne? Oder es geht um diesen Motor. Ich habe mich komplett einmal umgezogen, also duschen brauche ich heute glaube ich nicht mehr. Ich bin glaube ich ganz gut sauber geworden und ja, wie gesagt, alles aufgeräumt, alles ist weg. Das Gerät steht noch hier, das kann noch ein bisschen austrocknen und ja, jetzt erstmal einen richtig guten Schluck heißen Kaffee. Wir gucken uns das Elend mal an. So sieht der Motorblock jetzt aus. Ihr habt gesehen, wie er vorher aussah. Ne? Also ich habe wirklich drauf gehalten, aber selbst hier, selbst hier habe ich nicht alles erwischt und teils auch nicht abbekommen. Ja, das hier ist im Grunde, ihr seht, das ist recht fest. Ne? Ja, die ein oder andere Stelle habe ich wohl schon vergessen hier, aber ich habe hier drauf gehalten, echt wie so ein Irrer. Und das hat Wassergeld gekostet, das kann ich euch sagen. Das war nämlich normales Leitungswasser. Ja, so ein paar Stellen noch nachreinigen. Wichtig ist das hier. Das hier war richtig wichtig. Ne? Da brauche ich jetzt nur noch die Reste von der Dichtung runternehmen, die da vielleicht noch drauf liegen. Aber das war sehr wichtig. Dieses Teil richtig. Ja, toll, jetzt kommt auf einmal immer richtig. Sauber zu bekommen. Hier habe ich ja nun auch drauf gehalten. Das ist natürlich, da werde ich auch noch mal drauf halten, aber da kann ich mit was anderem dran gehen. Also wir sind immer noch nicht ganz fertig mit der Reinigung. Sagen wir mal so. Und dann ist mir eben aufgefallen, seht ihr das hier? Da ist mal jemand die Schraube abgerissen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder es war mir gar nicht aufgefallen. Hier ist mal jemand die Schraube abgerissen. Das obere Loch. Ne? Eins, zwei. Da. Da ist mal jemand die Schraube abgerissen. Ist mir vorhin erst aufgefallen. So, und hier steht, dieser Block ist von... Oh, da muss ich selbst erstmal gucken. 12.16 ist diese Hälfte hier. Also, schaut mal. Schau mal an. Gut, ja, da drinnen muss ich auch noch sauber machen. Das zeige ich euch auch noch mal irgendwie. Moment, ich muss euch mal ein bisschen drehen. Seht ihr? Da. Das muss ich natürlich auch noch reinigen. Ne? Wie ich aber eben schon sagte, ich bin doch noch nicht ganz fertig. Weil jetzt kommt noch mal was anderes zum Einsatz. Ich möchte da schon noch ein bisschen was runter haben. Ne? Aber das Grobe ist schon mal runter. Jetzt sieht man es glaube ich auch. Da, seht ihr das Schwarze?
Ganz genau. Da kommt die Welle, da drinnen läuft die Welle. Moment, ich drehe das nochmal, wenn es geht. Seht ihr da diese Kerben drinnen? Das ist von der Ölpumpe. Diese Kerben sind von der Ölpumpe. Das heißt, ich gebe mich noch nicht geschlagen. Da wird noch ein bisschen nachgereinigt. Aber eben mit was ganz anderem jetzt nochmal. Ne? Was auch ein bisschen Wärme bringt. Na, ihr könnt es euch, glaube ich, schon denken. Weil ich möchte den Motor nicht einfach so zusammenklotzen und das war's dann. Dann lieber nochmal einen Tag warten und ordentlich nacharbeiten das Ganze. Ob ich das Ganze heute noch weitermache, gucke ich mal. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie ich reinkam. Und eine frische Hose angezogen habe. Meine Schuhe, meine Strümpfe durchtränkt. Richtig durchtränkt. Ich zeige euch nochmal was vor der Tür. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Wenn ich jetzt mal schwenke, ich habe gleich so ein Stückchen hier mit sauber gemacht und schaut mal den Unterschied. Das war alles duster, alles. Und auch die Türen, die Leisten. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann könnt ihr das auch sehen, wie es da unten aussah. Ja, ich dachte, ich kehre ich ja das gleich mit ab. Naja. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Das Stück hier habe ich sauber gemacht. Alt, neu, alt, neu. Genau. Gut, jetzt hat es fast aufgehört zu regnen. Prima, freue ich mich. Nützt mir nur nicht viel. Hätte ich es natürlich eher gewusst, dann hätte ich vielleicht noch eine halbe Stunde gewartet. Aber egal, nein, ich muss vorankommen, ich muss. Und es zieht sich sonst und es zieht sich so oder so schon. Ich hasse das, ich hasse das. Aber da müssen wir durch. Ihr oder ich? Spielt keine Rolle. Die dabei sind, müssen mit mir da durch. Also, ich verabschiede mich erstmal bei euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Gefallen dran, dass wir wenigstens schon mal den Anfang haben. Und als nächstes landet der Motor trotz allem nochmal in dieser schwarzen Wanne. Wir reinigen ihn nochmal anders nach. Ich wäre selbst jetzt auch nochmal gespannt. Dafür habe ich mir dieses Teil geholt, um einen Motor recht sauber zu bekommen. Aber das mit dem Kercher, das musste gemacht werden. Das ging gar nicht mehr anders. Da war so viel Zeug drauf. Wahnsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt am Ball. Es wird jetzt diese Woche auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Bis dahin, euer Peter. Macht's gut. Tschüss.